Im Stillachtal wirft er seinen Schatten über den Freibergsee. Der schiefe Turm von Oberstdorf. Oder Finger Gottes, wie er von den Einheimischen liebevoll genannt wird. Dabei ist er tatsächlich eine Sie, nämlich die legendäre Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Begonnen hat sie als gewagte Holzkonstruktion. 1949 in Auftrag gegeben, betrug ihre Bauzeit gerade einmal 5 Monate. Und sie überragte mit ihren 168 Metern schon damals den Kölner Dom. Ihr Erbauer, Skispringer und Architekt Heini Klopfer, ließ es sich nicht nehmen, 1950 als erster den Flug von der Schanze zu wagen. Der Gesichtsausdruck, wenn man im Anlauf der Flugschanze ist und probiert so eine, nachher hat man, glaube ich, schon ein bisschen Bedenken. Da sind sie gerade am Anstoßen, nach dem gelungenen ersten Sprung an der Flugschanze. Andrea Schmidt ist Heini Klopfers jüngste Tochter. Zusammen mit ihrem Mann Hans, selbst langjähriger Skispringer und heute als Leiter des Schanzensportbetriebs aktiv, wohnt sie am Söllereck hoch über Oberstdorf. Viele von Andreas Erinnerungen an ihren früh verstorbenen Vater drehen sich um seine häufige Abwesenheit. Mein Vater war viel im Ausland, in Japan und in Amerika hat er unter anderem auch mal Bob Kennedy mit dem was zusammen ein Projekt gestartet. Und zufällig hat er auch in New York in einer Bar Louis Armstrong kennengelernt und auch mal Walt Disney. Aber wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, das weiß ich jetzt nicht mehr mit Walt Disney. War nur für uns als Kinder wirklich faszinierend. Und er hat uns auch Autogramm von Walt Disney mitgebracht. Aber ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Die Skispringer galten schon früh als wintersportliche Königsklasse und erlangten bereits 1924, lange vor allen alpinen Disziplinen, die olympische Weihe. Es war ein Sport für waghalsige Kerle, aber auch die Damenwelt machte munter mit. Hier erhebt sich Gräfin Paula Lamberg hoch über St. Anton. Doch Heini Klopfer wollte nicht nur springen, er wollte fliegen. Die erste Skiflugwoche im Jahr 1950 war Lohn und Bestätigung zugleich für Heini Klopfer. Allein am Abschlusstag sollen es fast 80.000 Zuschauer gewesen sein. Nach dem verheerenden Weltkrieg war dieses erste Wintersport-Großereignis in Deutschland ein absoluter Publikumsmagnet. Die Besucher bekamen spektakuläre Flüge zu sehen. Ein perfekter Flug und noch ohne Schutzhelm. Doch was unterscheidet eigentlich den Skisprung vom Skiflug? Ungefähr 100 Meter. Nee, es gibt nur 5 Skiflugschanzen auf der Welt, die nach einer Einteilung vom Internationalen Skiverband genutzt werden. Und die sind eigentlich alle größer, als man über 200 Meter fliegen kann. Und eine normale Großschanze, die hört einfach bei 145 Meter, sowas hört die auf. Da ist einfach Ende. Für den Schanzenkonstrukteur Heini Klopfer war dagegen kein Ende in Sicht. Die Oberstdorfer Flugschanze war vielmehr nur der Anfang. Die Kombination aus aktivem Skispringer und Architekten machte ihn zum weltweit gefragten Fachmann. Ob in Garmisch-Partenkirchen oder in Lake Placid, bei Schanzenfragen holte man Heini Klopfer. Er war der Alleinherrscher, er hat gesagt, wo es lang geht. Und das hat er der ganzen Welt aufdoktiert. Der hat das auch relativ einfach gehabt, weil er war eigentlich die Koryphäe vom Schanzenbau, vom überall weltweit einfach auch akzeptiert. Und wenn er irgendwo was gesagt hat, das war einfach Gesetz. Nur das Gesetz der Schwerkraft konnte er nicht aufheben. Skiflieger arbeiten mit der Aerodynamik, ähnlich einem Segelflieger. Ein Strömungsabriss führt zur Bruchlandung, die aber dank Heini Klopfers innovativem Schanzenprofil glimpflicher als früher abläuft.
Einer der waghalsigen frühen Flieger ist Max Burkhardt. Er ist heute der letzte noch Lebende des berühmten Oberstdorfer Quartetts, Klopfer, Weiler, Brutscher, Burkhardt. Im Hotel, das seine Tochter betreibt, türmen sich über 100 seiner Sprungtrophäen. Noch einmal erklimmt Max den Finger Gottes, die Stätte auch seiner großen Triumphe. Inmitten der großartigen Bergkulisse seiner Heimat schwelgt er in fernen Erinnerungen an die Pionierzeit des Skifliegens. Ja, man sagt, die ganze Atmosphäre ist schon gewaltig. Ja, da bist du auch ganz kleiner Mann auf diese. Aber das ist halt das Nonplusultra. Das Nonplusultra eines Sports, den es in dieser Form ohne Heini Klopfer nie gegeben hätte.